Freiheit in der Krise. Ein Bildband mit 48 kritischen Stimmen. 352 Seiten voller großformatiger Porträts von Menschen, die in dieser Zeit eine kritische Position vertreten. In sehr persönlichen Statements melden sich neben Medizinern und Wissenschaftlern auch Juristen, Journalisten und viele weitere Fachleute zu Wort. Hinzu kommen zahlreiche Bilder, die mit dem Blick hinter den Kulissen das Geschehen bei Dreharbeiten, Meetings und Demonstrationen dokumentieren. Mit einem Vorwort von Dr. Wolfgang Bodak. Bestellen Sie jetzt und freuen Sie sich auf 2,5 Kilo Zeitgeschichte. Auf den ersten Blick oder beim ersten Zuhören klingt das wunderbar. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt bei der Polizeigewerkschaft, dass das Recht, seine Meinung frei zu äußern, eines der wichtigsten Rechte in einer Demokratie ist. Wunderbar. Und er sagt dann noch dazu, dass man sich aber wehren muss, wenn dieses Recht von Verfassungsfeinden, von Querdenkern und von Extremisten missbraucht wird. Der Herr Habert, der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, äußert sich fast zeitgleich, fast identisch. Er sagt, man muss wehrhaft sein, wenn es darum geht, mit den Feinden von Recht und Rechtsstaat umzugehen. Da müsse die Demokratie wehrhaft sein und müsse die, so sinngemäß seine Aussage, bekämpfen. Jetzt werden Sie sagen, das ist doch alles völlig richtig, das ist doch wunderbar. Das wäre es, wenn wir noch in einer freiheitlichen, pluralistischen Demokratie leben würde. Dann würde ich jeden dieser Sätze unterstreichen. Aber wir leben im BDAZ, wie ich das nenne, besten Deutschland aller Zeiten, wo Regierungskritiker, wo Menschen aus der bürgerlichen Mitte, wo Menschen, die nicht zufrieden sind mit der Corona-Politik, wo die als Extremisten, als Querdenker, als Verfassungsfeinde bekämpft und diffamiert werden, wo man den Kritikern der Regierung sagt, sie seien gegen das Recht, gegen den Rechtsstaat, sie würden den Staat delegitimieren. Davon redet auch Herr Habert, der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Und deshalb läuten da bei ganz, ganz vielen im Osten Deutschlands, die eine Diktatur, einen autoritären Staat erlebt haben oder von den Erzählungen ihrer Eltern noch kennen, die Alarmglocken. Und so viele im Westen verstehen gar nicht, worum es hier wirklich geht. Mich erinnert das Ganze an die DDR, keine Gleichsetzung, aber da war es ja das Gleiche. Man hatte das Recht auf Meinungsfreiheit in der Verfassung, man hatte das Recht auf Reisefreiheit in der Verfassung, nur in der Realität, naja, die Frau Merkel hatte schon Reisefreiheit und ihr Vater, die im System brav waren, das stimmte, die hatten auch die Freiheit, ihre Meinung zu äußern, aber alle, die dagegen waren, die hatten das nicht. Und hier werden die Begriffe gekapert. Hier sagt eigentlich der Bundespräsident ganz offen, dass diejenigen, die eine andere Meinung haben, Querdenker zum Beispiel, die haben kein Recht, ihre Meinung frei zu äußern. Es ist eine Pervertierung der Idee der Meinungsfreiheit, weil die Meinungsfreiheit bedeutet ja nicht, dass man die Meinung, die dem Staat genehm ist, äußern darf, sondern genau das Gegenteil, das Recht, dass man Meinungen äußern darf, die dem Staat nicht genehm sind. Auch Herr Habert, der hat dann zum Beispiel, es war im Überseeclub in Hamburg, in ganz edlem Ambiente, seine Rede. Da wurde er angesprochen auf das Abendessen mit der Kanzlerin und mit den Bundesministern im Bundeskanzleramt, für das er mit einem Regierungsflieger sich einfliegen ließ. Also nicht mit Linie, sondern ganz edel, die ganzen Verfassungsrichter mit dem Regierungsflieger. Unglaubliche Kosten auch für den Steuerzahler. Und er sagte dann, ja, es gehe darum, dass man nicht in einer Blase sei und das sei doch absurd, wenn man glaube, dass das die Verfassungsrichter in ihrer Unparteilichkeit beeinträchtige oder dass sie irgendwelche Befehle bekommen würden. Wir kennen alle das Leben. Es wäre auch nicht absurd, wenn ein normaler Richter mit einem Angeklagten vorher zu essen geht, dass man dann glaubt, dass das vielleicht die Einstellung etwas ändert. Wir sind alle Menschen. Wenn man wunderschön am Abend vorher noch zusammen gegessen hat, dann überlegt man sich,
manches anderes. Es geht ja auch darum, was für ein Eindruck erweckt wird. Die Aussage, er bekommt keine Befehle, das glaube ich Herrn Habert aufs Wort, weil man ihm gar keine Befehle geben brauche. Er war ein enger Vertrauter von Merkel. Er war Vizechef der CDU-Fraktion und direkt aus der Fraktion der CDU in den Sessel des Richters in Karlsruhe und dann kurz darauf oberster Richter. Da würde man in Polen, hätte da die Merkel geschimpft, was das für Zustände sind, eine Verquickung von Partei und Verfassungsgericht. Und in Deutschland, bestes Deutschland aller Zeiten. Und ich glaube, jemanden wie dem Herrn Habert, dem braucht man gar keine Befehle geben, der weiß selber, was erwünscht ist. Und so urteilt dieses Gericht ja auch. In meinen Augen ist dieses Gericht ein Feind des Rechts und des Rechtsstaats. Und das war es überhaupt nicht. Das alte Verfassungsgericht, vor dem habe ich meinen Hut gezogen, eine altehrwürdige Instanz. Generationen von Verfassungsrichtern haben hier ein Vertrauen aufgebaut, das jetzt übelst missbraucht wird und das leider dazu führt, dass viele Menschen das nicht sehen wollen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Herr Habert, auch der Herr Scholz, dass die sogar ehrlich sind in ihren Aussagen, auch wenn man das bei Herrn Scholz, der hat es wahrscheinlich schon vergessen und bei Ehrlichkeit, lassen wir das und sie verstehen einfach das Problem nicht. Immer in der Geschichte, wenn Demokratie missbraucht wurde, wenn es zur Verfolgung von Andersdenken kamen, dann waren immer diejenigen, die das machten, die glaubten, sie seien im Recht. Erich Honecker dachte, er tut das für das Gute der Menschheit. Ein Josef Stalin dachte, er tut das für das Gute der Menschheit. Ein Mussolini glaubte, er tut das für das Wohl Italiens, ohne Gleichsetzung, Gottes Willen. Und immer wenn die Verfassung, wenn demokratische Grundsätze verletzt werden und später mit Füßen getreten, glauben diejenigen, die es tun, sie seien die Guten und die anderen sind die Bösen. Nur in der Geschichte zeigt es sich dann oft umgekehrt. Nein, wir sind noch nicht bei Mussolini, um Gottes Willen. Wir sind auch noch nicht in der DDR, wie sie damals war. Aber wir sind auf massiven Abwägen von Demokratie und das, was Scholz und Habert hier machen, ist extrem infam, weil es schafft die Atmosphäre, in der dann Menschen mit anderer Meinung diffamiert werden, entmenschlicht werden, in der ihnen dann Bankkonten gesperrt werden, in der man ihnen die Polizei auf den Hals hetzt mit Schikanen, in der Übergriffe auf Kritiker wie Würfe mit Blumentöpfen auf Demonstrationen, auf Journalisten, die kritisch sind, dann nicht verfolgt werden. So schaffen sie diese Atmosphäre. Sie sind Brandstifter in meinen Augen, gesellschaftliche Brandstifter, weil sie damit die Gesellschaft ganz massiv spalten, weil sie Demokratie, das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit delegitimieren. Und diese Menschen werfen dann ihren Kritikern vor, sie würden die staatlichen Institutionen delegitimieren. Ich sage manchmal delegitimisieren, das ist eine Rückübersetzung aus dem Russischen, weil ich ja so gut wie zweisprachlich inzwischen bin. Da macht man manchmal diese Fehler. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung in meinen Augen. Im Schafspelz sind hier die Demokratiewölfe unterwegs, für viele, die nicht die Erfahrung haben, schwer zu erkennen. Aber das ist genau die Krux, das ist genau das Gefährliche. Man muss sich dieser Anfänge wehren. Und wir sind ja so gepolt, dass wir immer denken, solange nicht die ganzen Kritiker weggesperrt werden, ist alles okay. Nein, in den modernen autoritären Systemen wird nur in Einzelfällen, Ausnahmefällen jemand weggesperrt. Könnte man auch sagen, dass bei uns Herr Ballweg weggesperrt ist. Oder Herr Oliver Janich, der Journalist. Aber wir müssen aufhören, immer nur darauf zu starren, ob wir solche Verhältnisse haben wie in der schlimmsten Zeit unserer Vergangenheit. Wir müssen verstehen, dass Prozesse langsam funktionieren, dass die Demokratie, die Freiheit millimeterweise sterben. Und da ist schon sehr viel abgestorben. Danke fürs Zuschauen. Schaut wieder rein, abonniert, lasst ein Like da. Danke, ciao. Ja, und noch ein kurzes Backstage zu meinem letzten Video. Da haben sich manche echauffiert, dass ich Crystal Meth falsch ausspreche. Und wie kann der nur?
Leute, ich habe am Anfang extra gesagt, dass meine englische Aussprache nicht gut ist. Ich kann gut Englisch, aber keine gute Aussprache. Und dass ich es schlecht finde, wenn man sich darüber lustig macht. Und das Video war auch nicht ein Lustigmachen darüber, dass sich Herr Söder versprochen hat. Das ist völlig okay. Ich finde das pubertär, wenn man sich lustig macht, weil irgendjemand etwas schlecht ausspricht. Sondern es ging darum, dass Karl Lauterbach sich dann darüber echauffierte und auch da nochmal, ich habe es doch gesagt, dass er das Wort Matt mit Doppel-T geschrieben hat. Das war natürlich kein Verschreiber, da wollte er den Herrn Söder nachäffen, aber Crystal hat er mit H geschrieben. Und wie gesagt, ich wäre der Letzte, der sich darüber lustig macht, aber wenn Lauterbach hier schon Söder ans Bein pinkeln möchte wegen sowas, dann ist es in meinen Augen faszinierend, dass er dabei selber einen Fehler macht. Und wie gesagt, ich habe beim Video schon vorher gesagt, ich mache Fehler im Englischen, ich habe eine schlechte Aussprache und ich finde es absolut unsinnig und unschön, wenn man sich über die Aussprache anderer lächerlich macht. Das ist offenbar auch was sehr Deutsches. Mir ist das in Russland so gut wie nie passiert, auch nie in Amerika. Da war ich auch schon in Princeton, in Stanford, an der University, habe dort geredet und da heißt es dann immer, ah, Respekt, trotz der schlechten Aussprache. Offenbar haben da in Deutschland viele Komplexe oder überlagern da irgendetwas. Das finde ich schade, aber ich denke, das sollte man überwinden, weil das ist wirklich etwas, was man vielleicht in der 5., 6., 7. Klasse der Schulausbildung dann lassen sollte. Für erwachsene Menschen, denke ich, ist das nicht ganz solide. Alles Gute, danke fürs Zuschauen. Ciao.